Es ist Freitagvormittag und wir freuen uns sehr, dass Sie den mit uns verbringen möchten. Die Friedensverhandlungen unter Wasser. Und bei uns zu Gast ist heute mit seiner Autobiografie Stargeiger David Garrett. Also bei einem Date mit David Garrett, bei einem Frühstücksdate, ist man immer zu dritt, weil ohne seine Geige geht er ganz, ganz selten aus dem Haus. Guten Morgen. Guten Morgen. Freut mich, hier zu sein. Wir freuen uns auch sehr. Ich glaube, es ist eine neue Begleiterin in deinem Leben. Die gibt es noch nicht so lange. Begleiterinnen, keine Ahnung. Ich sehe es eher ein bisschen sehr neutral, weil es ein Stück weit natürlich etwas ist, was ich immer dabei habe. Da hast du schon recht. Aber das ist was ganz Besonderes, was ich jetzt seit ein paar Wochen auch spielen darf. Ich habe ja immer noch meine wunderschöne Stradivari, aber ich habe seit vielen, vielen Jahren auch mich sehr damit beschäftigt, auch mal das Pendant von Stradivari zu spielen, eine Guarnieri del Gesù. Und die hat man mir großzügiger, ist noch ein bisschen früh morgens für mich, weise von dem Museum in Cremona zur Verfügung gestellt. Das ist eine 1733er Guarnieri del Gesù. Und da freue ich mich natürlich sehr, die jetzt erstmal ein Jahr spielen zu dürfen. Ich habe vorher gefragt und David hat mir erlaubt, es auch zu kommunizieren. Dieses Schmuckstück, dieses italienische aus dem 18. Jahrhundert, hat einen Wert von sagenhaften 12 Millionen Euro. Ja, das ist richtig, ja. Wie ist es bei Geigen und den Menschen, die sie spielen? Findet, wie bei Harry Potter, der Zauberstab seinen Meister, die Geige, den, der sie spielt? Oder geht man da vor wie bei einem Autokauf? Man sucht das, was man braucht und klopft verschiedene... Nein, also wenn du nicht spielen kannst, wird dir so ein Instrument erstmal gar nicht angeboten. Also das hat schon damit zu tun, was du für eine Qualität als Musiker hast. Natürlich auch Verantwortungsbewusstsein. Ich habe ja seit vielen, vielen Jahren gute Instrumente in meinen Händen. Die erste Stradivari damals mit 13 von Richard von Weizsäcker bekommen. Und natürlich dementsprechend meine Credentials sind ganz gut, was Geigen angeht. Und ja, man kann natürlich sowas für viel, viel Geld kaufen, wie man gerade gehört hat. Aber die Kombination muss natürlich stimmen. Also es wird nicht jedem so ein Instrument gegeben, schon gar nicht verkauft. Du hast auch gleich, als wir uns hier an den Tisch gesetzt haben, hat David gleich alles, was flüssig ist, erstmal in gebührenden Sicherheitsabstand geschoben. Eben ist das nämlich mal passiert bei einer Sendung. Da habe ich die Stradivari so liegen gehabt und dann wusste ich gar nicht, dass das bewegbar war. Dann plötzlich hieß es von A nach B sozusagen. Dann hat das ganze Wasser rübergeschwappt auf die Geige und es passiert natürlich nichts mit Wasser. Aber wenn da jetzt zum Beispiel Kaffee oder sowas drin ist, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, deswegen. Ein bisschen Abstand ist immer gut. Es gab ja eine Geige, bei der die Trennung etwas unschön verlaufen ist. Du bist auf sie draufgefallen. Ja, aber nicht so, dass, wie man sich das vielleicht irgendwie so vorstellt, sondern es war wirklich ausgerutscht. Geige hinten auf den Kasten, also Kasten hinten auf dem Rücken gehabt. Und dann wirklich die Treppe so runter gefallen. Und ich habe mir Gott sei Dank nichts getan. Die Geige war in einem guten Kasten, aber dann war wohl der Druck so groß, dass die Decke Risse abbekommen hat. Und sehr, sehr schade. Ist mir Gott sei Dank nie wieder passiert. Ich glaube, sowas passiert nur einmal und dann bist du überparanoid, wie du mit Instrumenten umgehst. Würdest du uns denn eine ganz kleine Kostprobe geben? Ja, klar, dafür liegt es ja da. Hast du einen Wunsch? Keine Ahnung, überrasch mich. Ein bisschen Bach ist immer gut. Thank you.
das erste Mal, dass ich in der ersten Reihe sitze bei einem David Garrick-Konzert. Ich muss noch ein bisschen warm spielen. Du kannst auch in den Finger werfen beim Kaffee. Heute dürfen Sie nicht nur Fragen stellen, Sie dürfen auch, theoretisch auch Musikwünsche äußern an unseren Gast David Garrick unter vollekanne@zdf.de oder Sie kommentieren auf der Volle Kanne Facebook-Seite. Wir freuen uns sehr auf die nächsten 90 Minuten mit unserem Gast heute. Der Krieg in der Ukraine ist vor allem anderen natürlich eine unermessliche Tragödie für die Menschen dieses Landes, aber er hat eben auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die bekommen wir bereits zu spüren. David, wie geht's dir, wenn du diese Bilder und die Geschichten dazu siehst? Erstmal großes Kompliment. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich da für einsetzen. Tolle Geschichte, tolle Familie. Schreckliche Bilder natürlich. Also das geht, glaube ich, da weiß ich, jeden in Deutschland ans Herz. Das sind Bilder, die wir halt nicht gewohnt sind und natürlich gehofft haben, nie wieder zu sehen. Du bist durch und durch Weltenbürger und du hast natürlich auch gespielt, Konzerte in der Ukraine, ja. Ebenso in Russland. Ja. Welche Erinnerungen hast du an die Menschen in diesen Ländern? Ja, sehr gute. Sowohl in Russland als auch in der Ukraine. Jetzt muss man natürlich unterscheiden zwischen den Menschen, die in Russland leben, die natürlich auch von den öffentlich-rechtlichen Stationen viel, viel Blödsinn erzählt bekommen. Ja, Staatsfernsehen. Ist ja alles staatlich kontrolliert und dementsprechend gar nicht wissen, was da draußen passiert. Also das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen. Ne? Gibt es russische Musiker oder Musikerinnen, ja, mit denen du Kontakt hattest oder hast? Ja, natürlich. Ich habe unglaublich viele Menschen in meinem Umfeld. Bin auch aufgewachsen. Ich hatte russische Lehrer. Ich habe natürlich da auch die Unterstützung da auch genossen und oft auch in Russland gespielt. Ganz klar. Ich wundere mich eben, weil solche Kontakte gibt es ja. Es gibt ja auch industrielle Kontakte, Menschen, die in Russland gearbeitet haben. Ja. Da muss doch was durchsickern an Informationen. Naja, Russland ist ein riesengroßes Land und die größte Bevölkerung wohnt jetzt nicht per se in dem Umfeld, wie wir das in Deutschland kennen. Das ist schon eine ganz andere Welt. Mhm. Ich glaube, die Menschen wie du und ich, die ein Smartphone haben, die auch in den sozialen Medien aktiv sind, die bekommen das mit. Aber das ist ein Bruchteil von Russland. Mhm. Kehren wir zurück zu dir, ja, und deiner Karriere. Das, was du an der Geige kannst, das lernt man natürlich nicht, wenn man mit Anfang 20 nach dem Abi in die Abendschule geht. Egal, wie sehr man sich anstrengt, so eine Karriere, und das ist mit allen großen Weltkarrieren so, die beginnen in der Regel ganz, ganz früh im Kindesalter. Immer, und sind natürlich auch verbunden mit sehr vielen Opfern, die man als Kind bringt, die du auch bringen musstest. Und genau da fangen wir an. Frank Gollenbeck, der Kollege, der das Porträt über dich gemacht hat für die Volle Kanne, der beginnt dort, wo auch für David Garrick alles angefangen hat. Auch Wunderkinder sind anfangs musikalisch nicht vollkommen. Aber früh übt sich eben, wer ein Meister werden will. David Garrick hat längst den Bogen raus. Geigenrebell, Musikmillionär, ein Meister der Selbstinszenierung. Auf der Bühne zu stehen, ist die Liebe meines Lebens. Doch die Liebe hat ihren Preis. Die Kindheit ist geprägt von vielen Entbehrungen. Bis zu 8 Stunden täglich muss der kleine David üben. Schon früh ist klar, dieser Junge hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Mit 8 Jahren die ersten Auftritte, mit 12 der erste Plattenvertrag. So hart es auch war, wäre ich jetzt nicht Musiker geworden, dann hätte das, was ich durchlitten habe, in gewisser Weise keinen Sinn, weil ich einfach so einen riesen Teil meines Lebens dafür aufgeopfert habe, durch meine Eltern teilweise. Mühen, die sich musikalisch auszahlen. David Garrick ist schon als Teenager ein Star und gilt als einer der größten Violinisten seiner Generation. Musikalität erreicht man nicht durch Virtuosität, sondern Virtuosität erreicht man durch Musikalität. Aber das habe ich noch nie gesagt. War aber gut. Mit 18 hält David Garrick den Druck nicht mehr aus. Er flieht vor seinen Eltern nach New York, studiert dort Geige und Komposition.
Der Imagewechsel zum Geigenrebell verhilft ihm zum Durchbruch. David Garrett liebt Rock und Klassik zugleich. Er ist ein Frauenschwarm, der aber mehr sein will als nur der schöne Geiger. Er sieht aus wie ein Engel und spielt wie der Teufel. Wie einst Paganini hat auch David Garrett scheinbar übernatürliche Fähigkeiten. Als schnellster Geiger der Welt spielt er sich sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. 13 Töne in einer Sekunde. David Garrett, ein musikalischer Überflieger. Regelmäßig stürmt er die Charts, füllt weltweit die Konzertsäle. Es ist ein Leben auf der Überholspur. Krank werden geht auch nicht, denn der Regel gilt, stirbst du gerade nicht, gehst du auf die Bühne. So lange, bis der Körper rebelliert. Herz- und Panikattacken sowie ein Bandscheibenvorfall zwingen David Garrett zwischenzeitlich zu einer längeren Pause. Jetzt lässt er es ruhiger angehen. David Garrett hat sich auf Mallorca ein Haus gekauft, um zwischendurch die Akkus wieder aufladen zu können. Es gibt für den Körper und auch für die Seele natürlich viel Kraft. Gerade wenn man natürlich viel zu tun hat, kann man hier wirklich diese Ruhe auch genießen. David Garrett hat die innere Balance zurückgefunden und kann die Schönheit des Lebens wieder in vollen Zügen genießen. Wenn ihr wüsstet, so heißt deine Autobiografie. Du hast ein paar Seiten mitgebracht. Ja. Da stehen nicht nur Buchstaben drauf, sondern das ist ein QR-Code. Was hat's denn damit auf sich? Ich hatte diese faszinierende Idee, während ich geschrieben habe, dass so viel Material zu Hause in Aachen in Kartons liegt. Filmmaterial. Super Filmmaterial, Kritiken, Bilder, also alles Mögliche. Und gerade diese Filme, die meine Mutter und mein Papa von klein auf Super 8 aufgenommen haben, die habe ich alle digitalisieren lassen. Und es war mir wirklich ein Bedürfnis, jedes Kapitel mit einem QR-Code auszustatten. Wir kennen es alle vom Restaurant. Man nimmt sein Smartphone. Und ich habe mal eine Seite rausgerissen, öffentlich-rechtlich, mehr darf ich nicht zeigen. Ich muss es sagen. Insofern, das Tolle daran ist, man nimmt zum Beispiel am Ende des Kapitels, nimmt man den QR-Code, sein Telefon, geht mit der Kamera drauf und was man rauskriegt, sind natürlich diese ganzen Videos, ich weiß nicht, ob ihr kurz ranzoomen könnt, Bilder, alles unveröffentlichtes Archivmaterial. Und dann kann man natürlich draufklicken, zum Beispiel hier Bad Kissingen, mein erstes Konzert mit Symphonieorchester als Solist. Und teilweise sind dann halt wirklich 2-3 Stunden Musik in jedem Kapitel mit drauf, alles unveröffentlicht. Und ich fand das super spannend. Und ich habe immer gesagt, phygitales Buch, physisch, kann es anfassen, da haben sich auch Bilder drin, aber auch digital. Und dieses 360-Grad-Modell einer Autobiografie hat es noch nie vorher gegeben. Das ist das allererste Mal. Ich habe direkt meinen Anwalt angerufen und gesagt, können wir das patentieren lassen? Und was hat er gesagt? Ist zu generell. Und okay. Man hat es schon mal in einem Sachbuch gemacht, obwohl das in einem Sachbuch natürlich auch googelbar ist. Wenn du ein Buch über Spinnen hast, dann heißt es die Tarantelspinne. Da geht man auf Google und findet Bilder. Ich glaube ganz ehrlich, mit den Fans ist es egal. Aber hier ist es unveröffentlicht, Archivmaterial. Eben, deswegen den Fans ist es egal, weil die würden gerne sehen, was du alles noch auf deinem Leben... Es ist, glaube ich, spannend, nicht nur für die Fans, sondern einfach um den Werdegang. Am Anfang spiele ich ja auch nicht gut. Also das heißt immer, dieser Wunderkind-Begriff, der ist natürlich völliger Schwachsinn. Habt ihr auch gerade gesehen. Mit 4-5 Jahren hört man sich... Es ist Talent da, ich erkenne es, aber das ist natürlich unangenehm, sich anzuhören. Insofern Dankeschön an meinen Papa, der das wirklich sehr, sehr lange ausgehalten hat und motiviert hat. Aber dieser Werdegang, wirklich das Arbeiten, das war mir wichtig, auch das zu zeigen, weil das ist ein totaler Bullshit-Mythos. Mit 4 Jahren hat er die Geige genommen und hat gespielt. Das gibt's nicht. Das ist es immer. Mozart hat's nicht gehabt, Paganini hat's nicht gehabt. Es heißt doch immer, 90% harte Arbeit, 10% Talent. Das ist die Regel. Bei der Geige 95% harte Arbeit. Und wäre schön, wenn man noch musikalisches Talent mitbringt. Ich meine, diese harte Arbeit hat dein Leben maßgeblich beeinflusst. Wir haben es im Beitrag gerade eben kurz gesehen. Es gab eine Zeit, da hattest du 5 Managements, die dich weltweit verbucht haben. Du hast sogar,
habe ich gelesen, während andere in 10.000 Metern Höhe im Flieger geschlafen haben, hast du dich mit deiner Geige auf die Flugzeugtoilette verkrümelt, um dort zu üben. Das war eine Zeitfrage, oft in dieser Phase meines Lebens, denn ich habe ja nicht nur ein Programm gespielt abends, das wäre ja leicht gewesen, sondern ich habe wirklich diesen Spagat zwischen eine Woche vorher Brahms-Konzert, dann 2,5 Stunden Crossover, dann ein Rezital, dann Kammermusik, dann wieder Crossover, dann Corporate mit einem ganz anderen Programm, was sich die Leute gewünscht haben. Und das wurde natürlich nicht leichter dadurch, dass man international geflogen ist, Jetlag hatte. Und dann ist es tatsächlich vorgekommen auf einem Flug nach Mexiko, weil wir dort eine Tourstart war in Südamerika. Und auf diesem langen Flug habe ich irgendwann mal gedacht, Menschenskinder, komm, nutzt die Zeit. Alle haben geschlafen, die Lichter waren aus. Dann habe ich den Dämpfer drauf getan, habe meinem Manager Bescheid gesagt, falls sich jemand beschwert, komme ich wieder raus. Dann habe ich aber tatsächlich 2 Stunden, hat keiner geklopft, hat auch keiner gehört. Wie gesagt, wenn man Dämpfer auf die Geige drauf tut, ist das auch so leise, dass alle geschlafen haben. Und ich hatte das Gefühl, als ich ankam, ich bin zumindest so gut vorbereitet, dass das alles rund läuft. Und das hat es dann auch. Du bist teilweise an Flughäfen ans Gepäckband und wusstest nicht, an welches du dich hinstellen sollst, weil du vergessen hattest, aus welcher Stadt du eigentlich gerade kommst. Du musst dir vorstellen, also gut, die letzten 2,5 Jahre für Künstler, reisetechnisch, nicht so viel passiert. Aber wenn wir jetzt 2015, 16, 17 uns angucken, dann habe ich wirklich pro Woche 8, 9 Flüge mindestens gehabt. Mindestens, wenn ich auf Tour war, mehr. Und das halt über Kontinente mit verschiedenen Zeitzonen. Und irgendwann mal stehst du da und sagst, wo komme ich jetzt eigentlich her? Mhm. Es gibt diese legendäre Geschichte von Keith Richards von den Stones, dem ein Roadie und so. Also in München gesagt hat. Nüchternen Zustand stehst du da und denkst, scheiße nochmal, where the fuck am I coming from right now? Und mein Manager neben mir, scheiße, ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Aber dein Leben ist ruhiger geworden, ist auch gut so. Nee, ja, gezwungenermaßen. Ich freue mich natürlich wieder, wenn wir im Herbst ein bisschen was spielen können. Dann geht es ja wieder auf Deutschland-Tournee und neues geiles Programm. Mhm. Und da freuen wir uns natürlich alle wie Bolle drauf. Und wir freuen uns auf das Frühstück, das wir noch vor uns haben heute mit dir. Ihre Fragen gerne an David Garrett unter vollekanne@zf.de oder als Kommentar auf der Musikwünsche sind auch gerne gesehen. Genau, Musikwünsche haben wir gesagt, also, heute auch Musikwünsche. Absolut. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das Sie wahrscheinlich auch beschäftigt, und zwar jeden Tag. Es geht um die aktuellen Spritpreise, die liegen inzwischen deutlich. Da leuchten die Augen von David Garrett weg. Klassische Musik und Rock. Ja. Das im Grunde genommen, wie haben deine Eltern reagiert, als du bist nach New York gegangen, als klassischer Musiker, kamst dann mit langen Haaren und Crossover-Musik zurück? Nein, das stimmt ja nicht. Ich habe ja in New York solides musikalisches, klassisches Studium gemacht. Ne? Also ich habe klassische Kompositionen studiert. Ich habe mit Itzhak Perlman all die großen Klassiker nochmal erarbeitet, von Tschaikowski bis Beethoven bis Brahms, Schostakowitsch, Prokofjew, Kammermusik dort gemacht. Also Juilliard School, was Klassik angeht, ist die Spitze des Eisbergs. Allerdings, was mir auch aufgefallen ist in New York, ist, dass alle meine Kommilitonen privat nicht viel mit Klassik zu tun hatten. Also die haben jegliche Musik gehört, von Jazz, von Pop, R&B, Deep House. Und für mich war das eine unglaublich neue Welt, weil ich ja doch sehr behütet aufgewachsen bin, auch musikalisch. Mhm. Und ich fand das so faszinierend. Und da ich einen guten Draht zu den ganzen Divisions hatte, also auch zu Schauspielern und halt auch zu Tänzern, haben die mich immer gefragt, weil ich sehr offen war, was Musikalität angeht, ob ich nicht für deren Rezitale einfach Musik mache. Und dann habe ich natürlich gefragt, ey, was wollt ihr denn haben? Und wenn es hieß AC/DC, dann war es AC/DC. Wenn es jetzt hieß Lenny Kravitz, dann habe ich mir was angehört und das hat das arrangiert für die Geige. Und so fing das so peu à peu an, weil die Leute richtig Bock drauf hatten. Und dann zwischendurch habe ich ein bisschen Bach einfließen lassen. Bock hatte auch Till Lindemann von Rammstein, der Frontmann von Rammstein. Mit dem hast du eine ziemlich coole Zusammenarbeit auf die Beine gestellt. Ja. Da hören wir und schauen kurz rein. Volle Tage ist kein Sonntag, alle Tage gibt's kein Wein, aber du sollst alle Tage recht lieb zu mir sein.
Alle Tage ist kein Sonntag. Aus den 30ern, glaube ich, ist es. Ja, unter anderem von Marlene Dietrich gesungen. Ja. Warum habt ihr euch für dieses Lied entschieden, ihr zwei? Wir beide sind, und das haben wir festgestellt, als wir uns mal privat getroffen haben, Riesenfans von einem deutschen Tenor, und zwar Richard Tauber. Und diese Faszination, Richard Tauber, hat uns musikalisch erstmal so richtig zusammengebracht. Und er war ein Riesenfan von diesem Stück. Und ich kannte es von Richard Tauber nicht. Hast mir natürlich direkt angehört. Wir haben es zusammen uns angehört. Und in der Mitte der Pandemie nicht so viel zu tun. Komm, lass uns das doch mal probieren. Und ich hatte richtig Bock, das zu machen. Und Till ist ganz, ganz lieber Mensch. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, auch die Produktion mit ihm zu machen. Was für ein Profi. Riesenrespekt. Wer hat eigentlich mehr Tattoos? Du oder der Lindemann? Ich habe ihn noch nie nackt gesehen. Nein. Ich sag dir was, ich habe nachgeguckt. Hast du? Also nicht Alter, bei... das hast Nein. du nachgeguckt. Ich habe nachgelesen. Was machst du mit deiner Freizeit? Wir müssen reden. Nee, es steht tatsächlich im Netz, dass Till Lindemann bis auf ein paar ganz kleine an den Fingerrücken keine hat. Ja, die kenne ich. Ja. Du hast, glaube ich, eine Fledermaus unter dem Bauchnabel. Ich habe nur gehört, entstand nach einer wilden Partynacht? Nein, nicht ganz, aber ich glaube, Alkohol war auch mit im Spiel. War es ein spontanes Stechen mitten in der Nacht irgendwo in, weiß ich nicht, Bangkok? Jeder, der in New York mal gewesen ist, kennt Bleecker Street. Da sind halt die ganzen Tattoo-Läden so aneinandergereiht. Und Spontanaktionen. Also es war nicht nach einer Partynacht, aber man war mit meinen Studenten unterwegs. Und Und dann kam eins zum anderen und irgendwann mal wachst du morgens auf mit so einem Pflaster drauf und denkst so, Mist, ist nicht schlecht geworden, aber wie erkläre ich das meinen Eltern? Es sind ganz, ganz viele schöne Fragen an dich reingekommen. Ja. Herzlichen Dank an Sie. Ja, danke schön. Sie haben sich rege beteiligt, die gebe ich auch gleich weiter an David Garrett. Jetzt kehren wir erstmal zurück in die Ukraine, sprechen mit Katrin. Und die ganze Doku gibt es bei Planet E. Wenn das Meer schwitzt, Klimawandel unter Wasser am Sonntag 15.45 Uhr hier im ZDF oder bereits jetzt in der ZDF-Mediathek. Herzlichen Dank für ganz viel Post, die wir von Ihnen bekommen haben. Und Musikwünsche, heute darf man Musikwünsche äußern, denn wir haben einen Star-Geiger hier, David Garrett. Sagt mir, also es kamen auch viele Anrufe bei uns. Das ist normalerweise in der Intensität nicht so üblich. Und alle möchten was Rockiges von dir hören. Okay, mit Metallica müsste dann, glaube ich, funktionieren. Auf jeden Master Fall. Of Puppets. Das ist Metal, ne? Das müsste Metal sein. Wenn meine Band noch hinten steht, dann wird es noch ein bisschen fetter, aber... Wir freuen uns über jeden Ton, der aus diesem 12-Millionen-Euro-Instrument rauskommt. Ja, auch Metal funktioniert ganz gut. Dankeschön. Wir haben die Ursula Kling hat sich gemeldet. Ihre Tochter Josephine wünscht sich Happy. Von Pharrell Williams. Nicht viel Melodie drin, besonders in der Hauptstimme, aber... Habe ich es gehört. Okay. Da hörst du es raus. Wenn ich es erkenne, dann erkennt es jeder. Jeanette B. hätte gerne was aus den vier Jahreszeiten. Ah, Herr Frühling, natürlich. Habe ich vorher an den Vögeln schon dran gedacht. Ja. Weil ich... Wolfgang Müller hat gerade noch geschrieben, What a Wonderful World. Oh, das kenne ich vom neuen Album Alive. Wa? Musste ich jetzt reinhauen. Ja.
Damit machen wir hier den Sack zu. Unbekannter Absender, die ersten Sequenzen von Asturias. Asturias. Muss man für aufstehen, das kann man nicht im Sitzen. Wir haben ja ein großes neues Studio, du kannst gerne sehr aufstehen. Sehr schön übrigens geworden, freut mich. Vielen, vielen Dank, das gebe ich ans Team weiter, die sich monatelang Mühe gegeben haben, haben um Sie das gut auf die Beine zu stellen. Sag mal, wenn du eine Melodie kennst, ja, kannst du sie sofort auf die Geige übersetzen? Wenn ich sie gut kenne, wenn es ein Stück ist, was ich oft und gerne höre, ja, ist natürlich das relativ simpel. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das polyphon natürlich ist, gerade wenn es Popmusik ist. Bis auf Queen und viele, also ein paar andere Rockbands, ist es nicht so polyphon. Das heißt, wenn du nur die Hauptmelodie nimmst, ist das relativ nicht einfach, weil du natürlich auch den Charakter treffen musst, aber das ist möglich, ja. Du sprichst nicht über dein Privatleben. Was? Ich spreche natürlich über mein Privatleben, ja, aber auch nicht im über Buch dein Leben, im Übrigen. Aber ne? Nicht über deine Lebensgefährtin. Die ist auch im Buch erwähnt. Ich bin ja mit ihr jetzt knapp 3 Jahre zusammen. Schöne Grüße übrigens, ich glaube, die schaut zu. Und ja, sehr harmonisch. Und ich freue mich natürlich, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem ich so viel teilen kann. Es ist ja auch irgendwie die Zeit gewesen in der Pandemie, sich kennenzulernen. Es war auch eine ganz neue Situation für mich und dementsprechend sehr glücklich. Und mal schauen, wo das noch hinführt. Gibt es eine Melodie auf der Geige, die sie gut trifft? Sie mag besonders... gibt es eine kleine Geschichte. Ich war bei den Aufnahmen fürs letzte Album Alive im Studio und sie war mit dabei zum ersten Mal. Und ich hatte spontan die Idee von Disney, den Soundtrack für Die Schöne und das Biest zu machen. Und ich bin ja so jemand, ich will nicht sagen Method-Geigenspieler, aber ich musste mir den Film im Original nochmal abends vorher angucken, um halt das Gefühl, das ist ja sehr romantisch. Und dann saßen wir oben im Bett und haben uns den Film noch angeguckt. Und am nächsten Morgen bin ich ins Studio gegangen. Das mag sie sehr gerne. Da ist ja alles drin. Melancholie, große Gefühle. Ja, das Herz ist ja auch wichtig. Ne? Absolut. Wir freuen uns auf eine Schlussrunde mit dir. Es sind noch einige Fragen offen, die besprechen wir gleich. Wir bleiben jetzt auch bei der Musik, kehren nochmal zurück in die Ukraine und nach Polen. Dort 3 Tage, so sagt sie, sei sie aus der Ukraine unterwegs gewesen. Ohne. Und dann muss sie erstmal ihren kleinen Sohn nach der englischen Vokabel fragen. Ohne Schlaf. Davide hört zu und auch wenn ihm die Kälte manchmal in die Finger kriecht, spielt er weiter. Er will diesen entwurzelten Menschen Hoffnung machen. Musik kann viel. Sogar Musik kann alles. Musik kann wirklich alles. Die universellste Sprache der Welt, des Universums. Man muss es nicht lernen. Und ich hoffe mir, dass auch Musik seinen Beitrag zu der momentanen Situation machen kann. Aber sieht schwierig aus. Sehr, sehr schwierig. Ich meine... Ich glaube, alle Musiker geben sich Mühe, mit Musik zumindest das Publikum und die Menschen, die gerade echt in einer Scheißsituation sind, irgendwie zusammenrücken zu lassen. Und ich kenne es halt auch aus Erfahrung, dass gerade so, das sind die schönsten Komplimente, dass man Zuschriften bekommt, wo es heißt, deine Musik hat mir irgendwie geholfen durch eine schwere emotionale Situation oder irgendwie hat mir Kraft gegeben in der Krankheit. Und natürlich ist Musik etwas, was einen wieder hoffen lässt. Insofern, Musik ist schon unglaublich wichtig jetzt gerade in dieser Zeit. Wenn man beruflich Musik macht, so wie du, ohne jetzt dabei
zu vernachlässigen, dass du diese Passion ja immer noch in dir trägst. Ja. Verändert sich das Verhältnis zur Musik? Also ist es immer noch so stark bei dir wie damals, als du zum ersten Mal Musik gehört hast als kleiner Junge? Stärker, weil du jetzt in der Lage bist, Musik zu formen. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Hören ist schön und es ist auch großartig. Ich liebe es auch, Konzerte zu hören und zu Konzerten zu gehen. Insofern hoffe ich, dass wir das alles bald wieder so in dem Sinne, wie wir es kennen, haben. Aber die Zeit selber zu formen auf der Bühne, Musik zu spielen, das ist noch mal was ganz anderes. Wirklich wunderschön. Vielen Dank für deinen Besuch. Dankeschön. Es hat mir große Freude bereitet. Ihnen hoffentlich auch. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie so gut es geht optimistisch. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns am Montag wieder um 8:45 hier im ZDF. Alles Gute. Montag.